Gegen Mittag kamen die Wanderer von diesem ersten Teil, der durch den Grund des Planitzbachs bis zum Kreuzberg führte, wieder auf dem Planitzer Markt an. Die Pause tat allen gut, ob zwei- oder Vierbeiner, alle hatten Durst und ein Eis tut ja auch mal gut. Aber recht schnell ging es wieder bergauf, zu einem für den ersten Blick unscheinbaren Haus, der Drechsler-Werkstatt von Daniel Baumann. Bei näherem Hinsehen jedoch entpuppt sich das Gebäude als das Geburtshaus von Gerd Fröbe, der als Schauspieler zu Weltruhm kam. Kann ich daneben passieren, dass man da im Zustieg sitzt? Empfangen wurden die Gäste vom Neffen, Eckehard Baumann. Da war's mit dem Alexanderhöhe, also ganz landwirtschaftlich. Das war ungefähr so um 1800. Um 1900 sah das dann schon ganz anders aus. Da hatte sich Planitz innerhalb von 90 Jahren in der Bevölkerung ver-36-facht. Also eine Explosion. Und es kamen Beschäftigte aus allen Teilen Deutschlands, die hier Arbeit bekommen konnten. Also, um 1900 war das schon ein ganz ansehnliches, eine ganz ansehnliche Ortschaft mit Gewerbegründungen. Und die Firma Wutzler, Gebrüder Wutzler, Wäschefabrik, war ein Begriff, die hier in dem Haus angefangen haben, Weißwäsche zu nähen und blaue Färberei für die Arbeitskleidung zu machen. Gebaut war es als Gasthaus. Deshalb steht das zurück. Die Strecke nach Lengfeld, die sollte hier so geplant in Richtung Alte Ebersbrunner nach Lengfeld, nach Lengfeld-Auerbach führen. Und wie das ist, geplant wird lange. Das Haus war nur schon gebaut und dann ging die Straße drüben vorbei. Also wird das nie als Gasthaus genutzt. Die Gebrüder Wutzler haben noch ein Hinterhaus angebaut. Dort wohnen wir jetzt. Und so nahm das seinen Lauf. Um 1900 sind unsere Eltern geboren. Das war dann schon hier das Geburtshaus von meiner Mutter und von meinem Onkel. Und zu der Zeit hat mein Großvater, der Johannes Fröbe, hier in dem Laden eine Lederwaren-Schuhmacher-Bedarfsartikel-Handlung geführt und zur Geburt meiner Mutter 1911 einen Baum gepflanzt. Das war eine schöne Idee, machen jetzt auch manche Ehepaare. Oben im Park steht ein kleines Schild dran, anlässlich für unsere Enkelkinder. Also hat es mein Großvater hier im Hof einen Kastanien gepflanzt. Wir sehen jetzt nur noch den Wurzelstock. Nach 100 Jahren ist eine Kastanie so gut wie nie. Und ein mächtiger Baum mussten wir fällen, wir sind damit aufgewachsen. Und es hat uns sehr weh getan. Die Erinnerung aber daran ist, dass wir jeden Herbst das Spielzeug vom Himmel geschenkt bekommen haben. Dann fielen die Kastanien runter und wir konnten natürlich herrlich damit basteln. Da brauchst du nur eine Schachtel Streichhölzer und ein Messer und los geht's. Und dabei sind natürlich auch kleine Vögelchen entstanden, eine große Kastanie, eine kleine Kastanie, Streichholz dazwischen, Streichholz von der Nähe. 1958 habe ich dann das Handwerk des Drechslers gelernt bei meinem Vater. Das war damals alles ein bisschen eng. Aber es hat halt keine andere Firma gegeben, die mich genommen haben. Und ich bin Drechsler geworden und habe dieses Männlein aus Holz gedrechselt. Und dieser Vogel lacht auch vom Sonnenschirm aus. Der Spaßvogel, ein kleines Geschöpf aus Holz, dessen Kopf jeder nach Gemütslage drehen kann. Ein schönes kleines Geschenk für die Wanderfreunde.
zurück zum Planitzer Markt und nochmal mit Getränken eindecken, denn mittlerweile war es allen recht warm geworden. Die nächste Etappe führte dann mitten durch Oberplanitz. Nach einer Volkszählung vom 1. Dezember 1900 hatte Planitz 21.618 Einwohner und 1.029 bewohnte Gebäude bei einer Gesamtfläche von fast 6,37 Quadratkilometer. Damit verbunden war eine Einwohnerdichte von 3.393 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Planitzer saßen also fast aufeinander. Nach der Vereinigung von Ober- und Niederplanitz am 1. Juli 1923 bis zur Verleihung des Stadtrechts am 8. Mai 1924 war die Gemeinde Planitz das größte Dorf Sachsens. Aber gerade einmal 20 Jahre war das vereinigte Planitz eine Stadt. Denn am 1. Januar 1944 wurde die Stadt Planitz nach Zwickau eingemeindet, wodurch Zwickau den Rang einer Großstadt erhielt. Der wirkliche Großstadtstatus ist zwar lange her, aber an Kreuzungen wie hier an der Lengenfelder Straße hält eine solche Truppe schon ganz schön den Verkehr auf. Die Planitzer sind stolz auf ihren grünen Stadtteil. Und sie bleiben Planitzer. Es ist auch schon ein Zwickauer Baubürgermeister in den 90er Jahren daran gescheitert, die Planitzer zu Zwickauern machen zu wollen. Übrigens, niemand sollte von Alt- und Neuplanitz sprechen, das gibt Ärger. Es heißt Ober- und Niederplanitz. Der 1973 entstandene Stadtteil Neuplanitz gehört dagegen zu Zwickau. Und es lebt sich ruhig in Oberplanitz, immer gut bewacht von den besten Freunden. Nach kurzer Zeit erscheint schon ein weiteres Wahrzeichen von Oberplanitz, der Wasserturm. Hier gab es wieder eine der wohlverdienten Pausen. Es gab Getränke, es gab Schatten und es gab eine Wiese zum Setzen. Und es gab wieder Kultur. Marie Ullmann, Schülerin der 8. Klasse am Clara-Wieck-Gymnasium, spielte Stücke auf dem Saxophon. Thank you.
So, da bedanken wir uns natürlich bei der Marie, dass sie heute am Sonnabend auch Zeit. Und weiter geht die Wanderung, jetzt wieder in Richtung landschaftlich reizvoller Gegenden. Die Bergstraße hinunter und in Richtung Hammerwald hat man immer wieder wunderschöne Ausblicke über den sogenannten Saugrund in Richtung des Stadtzentrums von Zwickau. Ha 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 ha!
An der Alexanderhöhe fragte dann mancher verschmitzt, welche Disco spielt denn heute Abend hier? Doch die Zeiten, als hier mittwochs und samstags Freiluft-Jugendtanzveranstaltungen stattfanden, sind lange her. Heutzutage wären die Betreiber wohl Stammgäste beim Amtsgericht. Wieder zurück an der Lengenfelder Straße. Entgegen aller Unkenrufe hat der Kreisverkehr hier wirklich für einen besseren Verkehrsfluss gesorgt, als es mit der ehemaligen Ampelanlage der Fall war. Und mit dem Weg zum Schloss geht die Wanderung so langsam ihrem Ende entgegen. Vom Turm der Lukaskirche schlägt es 2. Lukaskirche? Da war doch noch was. Ach ja, das Schlossfest ist auch nicht mehr weit. Unser 23. Schlossfest inzwischen findet am 27. Juni statt. Und wie immer wird es eröffnet am Tag vorher, am Freitag, dem 26. mit unserem Konzert in der Lukaskirche. Und zum Schlossfest selber soll natürlich das Teehaus diesmal auch mit im Mittelpunkt stehen. Da haben wir einige Überraschungen vorbereitet. Teehaus sagt schon ein bisschen was, darum soll es auch gehen, um das Thema Tee. Und dann natürlich im Schlosshof für Kinder, für Erwachsene, viele Veranstaltungen, Theater, Musik wie immer, aber auch Bastelzelt für die Kinder und viele Veranstaltungen drumherum. Nicht zuletzt ja auch, weil das Straßenfest der Schlossparkstraße mit zugleich stattfindet. Erinnern Sie sich? So sah der Schlosshof 2011 aus. Jahrelang war das Schloss eine einzige Baustelle. Wenn die Gäste heute den Innenhof betreten, erleben sie ein wunderschön restauriertes Barockensemble. Und die Wanderer erlebten noch einmal eine gute gastronomische Versorgung. Rico Reuter, der Chef des Werdauer Ratskeller, stand selbst am Kessel und teilte kräftig aus. Dort ist auch noch ein Speiseraum, gleich um die Ecke hiervon. Da gibt es auch noch Stühle, Schattenplätze, Tische zum Essen in Ruhe. Die zweite Wanderung der Genossenschaften war wieder ein großer Erfolg. Und wie Diana Hüber am Anfang schon sagte, es soll eine Tradition werden. Na dann, bis zum nächsten Jahr. Ich möchte, wie auch immer, wir haben jetzt hier keinen zeitlichen Druck, sodass man jetzt lange in der Schlange stehen müsste. Sie können sich auch erstmal, wie gesagt, frisch machen oder können innen einen Kaffee, können Sie sich rein.